herzlich willkommen bei Renas Live. Heute habe ich einen kleinen Mama-Baby-Haul. Es tut mir auch sehr, sehr leid, dass am Mittwoch kein Video kam, aber ich war durch die Hitze und die Schwangerschaft anscheinend mal 5 Tage total außer Gefecht gesetzt. Ich weiß nicht, mir schien anscheinend die Hitze auf den Magen zu schlagen. Es tut mir sehr leid, aber ich kam nicht zum Drehen. Aber das nichtsdestotrotz, so meinte ich natürlich, habe ich heute wieder ein Video für euch. Und zwar war ich bei Lidl, Aldi und Rossmann shoppen und habe ein paar tolle Angebote abgesahnt. Und ich fange mal an mit Babysachen. Ich weiß, sie sind definitiv viel zu groß, aber mir haben sie einfach so, so gut gefallen. Und zwar habe ich einmal hier diese süße Shorts in schwarz-dunkelblau mit so weißen Ankern drauf. Sehr süß, habe ich in 86,92 mitgenommen. Wenn es halt dem Kleinen bis da, also im Sommer nicht passen sollte, weil es vielleicht doch immer noch zu groß ist, dann kann man es auch immer noch verschenken. Ich sehe das jetzt nicht so eng. Hat, ich glaube, 2,99 gekostet. Dann habe ich hier noch sogar ein verpacktes Shirt. Wir packen es mal auf. Habe es mir noch gar nicht angeschaut, außer auf dem Bild. Und zwar in so einem total süßen Mintweiß gestreift als Polohemdchen. Und zwar in Größe 74,80. Ich dachte, wenn das nächstes Jahr im Frühjahr passt, dann ist das auch noch okay. Mit einem kleinen Täschchen hier vorne und hier an der Seite so leicht offen. Total süß. Und dazu noch diese kleinen, total goldigen Schuhe. So, Lederpuschen sind das. Und zwar war das jetzt die kleinste Größe. Und zwar ist das dann 16,17. Mit total süß Delfinchen drauf. Natürlich ist das jetzt falsch rum. So rum natürlich. Total niedlich. Ja, ich dachte, die kann man am Anfang mal benutzen, um zu testen, ob der Kleine das dann mag. Und ich finde halt auch welche, die handgemacht sind, sehr schön, wenn auf einem ein Muster ist und auf der anderen der Name draufgestickt ist. Mal schauen, wenn es dann soweit ist. So, dann habe ich mir bei Lidl einmal dieses Top, was ich hier anhabe, gekauft. Das ist genau dasselbe, nur in einem anderen Muster als dieses, als Umstandstop. Das da ist jetzt schwarz-weiß gestreift mit so blauen Rosen drauf. Das ist halt extra hier an der Seite schön stretchig. Oh mein Gott, elastisch, anpassungsfähig. Weil halt eben der Bauch ja noch wächst. Ich bin jetzt zwar im 8. Monat, aber man sagt ja, am 8. Monat, glaube ich, kommen sogar noch bis zu 5 Kilo dazu. Deswegen das hier, damit ich den Sommer überlebe. Und total toll, ein Shirtkleid quasi. Total klasse. Und zwar in so einem graublau-weiß gestreift. Total schön luftig. Total angenehm zu tragen und musste einfach auch mal sein, denn ich trage schon die ganze Zeit einfach nur Umstandsjeans mit einem 0815 T-Shirt, was ich vorher auch getragen habe, und so langsam wird's eng. Dann war ich vorhin gerade noch bei Aldi, denn die hatten so tolle Babyschlafsäcke. So Sommerschlafsäcke, die sind schön dünn. Ich habe mich da für das Muster entschieden, der ist so weiß, aber mit petrolfarbenen Vögelchen drauf und Bäumchen und Herzchen und weiß ich nicht. Das ist die Länge 70. Ich war nur total erschrocken und dachte mir, mein Gott, ist der Schlafsack riesig. Habe auch tatsächlich den Alvi-Sommerschlafsack, den wir schon besitzen, einfach mal dagegen gehalten und musste tatsächlich feststellen, dass er wesentlich länger ist und breiter auch. Aber ich hoffe, unser Kleiner wird da reinpassen. Und ja, das war die Ausbeute aus dem Aldi.
Und bei Rossmann habe ich tatsächlich nicht wirklich viel mitgenommen. Und zwar einfach nur solche Spucktücher. Das da ist jetzt halt Koralle, Pink, Rot, Grau mit Sternchen, ein gestreiftes und ein ganz normal klassisch weißes. Einfach, dass man es sich über die Schulter legen kann. Falls der Kleine dann beim Bäuerchen spucken sollte, dass man eben nicht unbedingt die Kleidung jedes Mal versaut hat. Leider war das schon meine Ausbeute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Diese Angebote waren jetzt von dieser Woche. Vielleicht habt ihr ja auch was ergattert. Lasst es mich auf jeden Fall gerne wissen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!